Willkommen bei Wuhai. Wo sind wir? Das wird langsam doch irgendwie hier ein Kasperle-Theater, oder? Wieso wird Herr Herbert nicht scharf? Hallo, müssen wir jetzt noch üben? Ja, wir brauchen einfach Zeit. Auch hat er nicht ein schönes Profil? Ja, so. Ich komme jetzt auch mal. Die Chefin kommt. Mit dem Kleinen. Hallo. Wir haben versucht, uns vorzubereiten. Wir haben Locations gesucht. Locations in diesem wunderschönen Atelier. Wir sind mit der Kamera, also ich sag wir, Herbert und ich, hin und her gerannt. Und immer kommt das Licht von oben oder irgendwas ist immer falsch. Jetzt kommt es natürlich auch wieder von oben und sehe ich aus wie so ein, wie heißen die nochmal, in so einem Gruselfilm. Gibt auch manchmal nicht von unten das gleiche Effekt. Ist mir jetzt egal. Ich muss jetzt ein Video aufnehmen. Also, willkommen bei Wuhai. Was sind wir eigentlich? Wir wissen das gar nicht. Wir sind Künstler, ne? Wir beide sind Künstler. Und wir kümmern uns auch um Wolle. Aber im Moment eigentlich nur. So, Konzentration. Ich muss mich hier mal erstmal zurechtfinden auf diesem Tisch. Normalerweise wickel ich hier immer. Mach die Videos im dein... wo der schöne Schrank ist. Aber jetzt, wie gesagt, Konzentration, Herbert, sag Danke. Warum muss Herbert Danke sagen? Herbert hat einen Pulli bekommen von Birgit. Birgit aus Köln hat sich erbarmt. Er hat gesagt, der Mann kann nicht so nackig rumlaufen. Und jetzt möchte ich gerne mal, dass ihr das... Ich weiß nicht, ob man das sieht. Herbert macht den Hals mal hoch. Er hat sogar ein Haar drauf. Ein Haar. Vorne ist ein Haar für Herbert drauf. Und Birgit war hier. Birgit hat sich das Elend angeguckt und hat auch was mitgebracht. Und jetzt ist das... Wo ist... Theobald ist weg. Leute! Ich flipp aus. Ich muss ausmachen. Wir haben ein Problem. Wir haben einen ganz neuen Mitarbeiter verloren. Moment, ich muss das ausmachen, das geht nicht anders. Da ist er. Also, als Birgit aus Köln kam, hat sie dieses unglaubliche kleine Tier mitgebracht. Das ist ein Bär. Der Bär ist aus, so wie ich es verstanden habe, komplett aus Wuhai. Jedenfalls die Klamotten sind aus Wuhai-Garn. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich bin scharf, aber nicht der kleine Bär. Komm, Bär, mach schon. Werd scharf. Was hast du denn? Da ist er. Jetzt seht ihr ihn. Aber die Beleuchtung ist ätzend. Oh, ich merke das schon. Und der hat eine Latzhose an. Das kann man alles komplett ausziehen. Das ist doch nicht wahr, oder? Ist das wahr? Aber ich habe ihn noch nicht nackig gemacht. Nein, haben wir noch nicht gemacht. Er hat jedenfalls einen kleinen Kompagnon jetzt. Wir sind sehr happy. Was steht denn da? Ich muss mal eben gucken, auf meiner Kamera steht was. Die sagt mir was. Ach, was sagt die denn wieder? Irgendwas. Interessiert mich nicht. Die blinkt. Aber es haben ja schon einige gesagt, wenn die blinkt, gibt's Chaos. Egal, ich mach das jetzt. Und dann kriege ich eben nur einen Schnipsel, bis das Ding explodiert, geschickt. Ja? Einverstanden? Da sind ja schon alle am Nölen. Mal machst du mal wieder ein Video. Ich weiß, ich komme langsam echt komisch vor. Ich mache immer Videos, ich glaube, das eine war ja Neujahr oder Silvester, das andere Ostern und jetzt Pfingsten. Feiertags abhängig. Auf keinen Fall. So, die beiden haben wir... Ach, der hat auch noch einen Schal. Bei dem Wetter im Moment kann man das ganz gut gebrauchen. Herbert hat auch einen Schal. So, Herbert, Nase runter, Schal an, wir sind glücklich. Das ist doch... Ich finde das toll. Ich bin zwar ein bisschen eifersüchtig auf den, weil der hat jetzt schon so eine Fangemeinde, kriegt Post, hat den Pulli mit der Post und auch den wunderschönen Schal mit der Post geschickt bekommen für Herbert. Also, COL... Leute! Das ist mein Podcast! Na gut, jetzt kommst du erstmal bei der Seite. Ne? Zusammen mit Theobald müsst ihr jetzt hier mal ein bisschen. Ne? Oder?
Warte, wir können ab zur Abwechslung mal den Türwald hier rein tun. Obwohl der. Oh, könnte sein, dass er knapp wird. Na gut, dann ihr beide. Boah. Immer dieses Rumgejammer hier. So. Und gucken, wie lange der Türwald das aushält hier. So, wie immer. Ich habe keine Ahnung, wie das rechtlich ist und ob das überhaupt funktioniert. Dauernd Reklame. Ne? Ordentlich durchlesen, auswendig lernen. Das haben wir geklärt. Was ich dieses Mal mache mit euch hier im Atelier, keine Ahnung. Aber erstmal Socken hochzeigen. Socken. Thorsten Duhlt. Das ist jetzt nicht Thorsten Duhlt, nein. Aber wir kennen alle Thorsten Duhlt. Und er hat in seinem letzten Podcast Socken hochgehalten, wo er gesagt hat, die sind für mich. Und das sind die. Ich habe sie abgeholt. Nein, er hat sie gebracht. Ich habe sie abgeholt. Nein, ich habe sie abgeholt, genau. Ich habe sie abgeholt. Ich habe doch den Hund auch geguckt. Der ist niedlich, aber der ist jetzt schon fast ausgewachsen. Das geht so schnell mit den Kleinen. Nein, aber jedenfalls wieder zu den Socken. Das geht wieder richtig ab hier. Also, die sind aus. Wir fangen an. Ich hatte dem Thorsten einen meiner heiligen Exmoor-Stränge gegeben, ungefärbt. Also das Natur, die Naturfarbe. Und der Thorsten, der ist ja wie wild am Färben im Moment. Und hat er gesagt, ich färbe mir jetzt was da draus. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich die wiederbekomme. Also, dass ich die Wolle wiederbekomme und vor allem nicht in diesem Zustand. Als fertige Socke. Ich habe sie noch nicht getragen, Thorsten. Die sind quasi, da ist die heilige Socke. Die heilige Socke. Weil die ja schon, also die ist ja auch ein Star. Ein YouTube-Star schon, wenn die beim Thorsten hochgehalten wurde, dann haben die 10.000, 15.000, 20.000 Leute gesehen. Ja, die sind jetzt meine. Mal gucken, ob ich sie mit Füßen treten werde. Wer weiß. So, ihr müsst jetzt mal da hinten beim Aargauer Strickliesel. Das Aargauer Strickliesel ist nicht hier, sondern ich habe gerade in der Vorbereitungsphase hier und habe noch Stränge gewickelt, habe ich meine liebe Susanne geguckt. Mit ihrem absolut total irren, also ihren neuen Podcast. Und da hat sie vorgestellt, ihr Nilpferd? Was ist das gewesen? Was so ein Ding? Unglaublich, weil wie die das alles schafft. Na gut. Also ich grüße dich, liebe Susanne. Hast du toll gemacht. Ich bin noch nicht fertig mit dem Video. Also ich kann auch keine abschließende Filmkritik machen, weil ich noch nicht alles gesehen habe. Ach, schnell mal einen Kaffee. Yangseli. Ja, ich mache auch ein bisschen Werbung für Keramik. Gute Keramik, ja. Oh, sie schon alles durcheinander hier. Ne, Jungs, ihr müsst mal heute aus meinem Platz raus hier. Das geht nicht. So, ihr geht jetzt auch zur Tante Susanne. So. Socken. Ist auch vielleicht mal ein gutes Thema. Machen wir weiter mit Socken. Ich kann auch Socken stricken. Nein, kann ich Socken stricken? Ich übe Socken stricken. Und habe angefangen, ich fange natürlich gleich mit Sachen an, die so völlig irre sind. Ganz einfach. Die heißen auch nicht ganz einfach, sondern Plain Vanilla Socks. Von Hiromi Nagasawa. Die heißt, glaube ich, auch, wie heißt sie denn als, ach, habe ich es vergessen. Naja, aber ist egal, seht ihr, die hat Mominoki oder, nee, das auch nicht. Die hat irgendeinen anderen Namen noch, wie wir alle, diese ganzen Pseudonyme. Ich kann das mal hochhalten. Ich glaube, ich habe euch das noch nicht gezeigt, ne? So, kann man das lesen? Ah, boah. Es tut mir leid, es wird heute eine Kackfolge, sag ich mal, weil ich nämlich nicht sehen kann, ob ihr was seht. Und das Licht kommt, wie gesagt, von oben. Ich habe mir eine ganz tolle Location ausgesucht. 1A rauf mit Mappe. Falls ich das schaffe, werde ich diese Anleitung da unten verlinken. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich geschafft habe. Eine ist schon fertig. Eine ist fertig, eine ist fertig. 1,5er Nadeln. Ihr habt richtig gehört. 1,5er Nadeln. Und man sieht richtig am Anfang. Am Anfang. Mal die Socke. Ist das noch ganz, man fängt da an, da,
ist das ganz unruhig, ist das ganz seltsam. Ich komme mal rum, ich komme mal rum. Ich muss mal kontrollieren, ob ihr das überhaupt seht. Ist das, ne? Guck mal hier, ja. Ein bisschen was sieht man. Boah, ist das grottig. Sollen wir das vielleicht mal hier abbrechen? Jedenfalls kann man die Socke so ganz gut sehen. So, ja. Die kann man auch quasi schon hinstellen. So, hinstellen. Aber das ist, macht total Laune. Mit 1,5er Nadeln und meiner Blueface Lester Sockenwolle. Klasse, sage ich euch. Das sind ganz, ganz kleine, ganz mikroskopisch kleine, wirklich kleine Maschen. Und dann habe ich noch einen grünen dazu genommen, um zu streifen, das mal ausprobieren. Das heißt, das ist ja diese Technik, diese Spiralstrickentechnik oder was weiß ich, was das ist. Egal, hat geklappt. Dann habe ich das hier beim zweiten Socken, den habe ich auch schon, guck mal, da bin ich über diese Ferse. Keine Ahnung, wie die Ferse heißt. Irgendwelche Fischlippen oder auch nicht, irgendwelche Küsse. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich stricke nach der Anleitung und wie das heißt, ist mir bis jetzt entgangen. Ich habe bestimmt, also ich habe auch mal zwischendurch mich verstrickt. Und ich sag's euch, als Brillenträger, wenn man dann abends mit diesen kleinen, mikroskopisch kleinen Maschen, ne? Nochmal so, damit ihr das seht, wie klein. Könnt ihr das in meinen dreckigen Fingernagel als, nein, bitte nicht. Aber die Farbe ist auch schön, oder? Also. Kann ich nur empfehlen, auch für Leute, die noch nie eine Socke gestrickt haben und die mutig sind, die einfach Bock haben, mal was ganz Tolles auszuprobieren und die sowieso immer Socken stricken, macht das mal mit den 1,5er Nadeln. Das ist diese Blueface Lester, die ich genommen habe, hat 425 Meter, ist nicht stark, ist normal gezwirnt, nicht so High Twist und lässt sich wunderbar stricken. Auch dieses Dazwischenpieks, man muss ja Angst haben, meine 1,5er Nadel ist Zahnstocher. Ich sage es euch, ist Zahnstocher. Die kann man auch biegen. Da möchte ich mich auch nicht draufsetzen. Oh. Muss echt aufpassen, das sind Waffen. Wo war ich stehen geblieben? Achso, man piekst da auch nicht unbedingt dazwischen. Also das geht wunderbar, wenn man einmal so einen Rhythmus rausgefunden hat. Toll. Außerdem werde ich jetzt mal ein bisschen schreien, weil die Leute gesagt haben, ich bin immer zu leise. Das liegt vielleicht an meiner Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob ich den Ton überhaupt angemacht habe. Ach Gott, ich sage es euch. So, das habt ihr jetzt gesehen, die Plain Vanilla Socks. Die kann man stricken wie mit einem dünnen Garn, mit ganz dünnen Nadeln. Und die sind knuffig, die werfen auch so ein bisschen Falten. Aber das ist so eben so schön japanisch. Das ist so schön japanisch. Ich bin ganz alles andere als japanisch vom Äußeren, aber innerlich, ich sage euch, innerlich... Ich esse auch gerne Sushi. Ich bin irgendwo in meinem früheren Leben, ne? So, die kommen jetzt auch zu Susanne. Das nächste Thema ist ein sehr heikles. Oh Gott, Schal. Es ist nicht heikel, Quatsch. Es war nur, das ist eigentlich verrückt gewesen. Mich haben zwei Mädels angesprochen über Instagram, haben gesagt, hör mal, kannst du uns nicht mal helfen? Erstmal die eine so, ich habe diesen dann den und den Schal gesehen, kannst du nicht was für färben? Ich so, ach Gott, ich Auftragsfärbung, bitte nicht. Da habe ich immer Panik, dass es nicht klappt, dass die Leute das schrecklich finden. Das stresst mich total. Das mache ich auch nur in absoluten Ausnahmen, in Notfällen sozusagen. Dann hatte ich das schon wieder vergessen. Ich habe mir dieses Teil, was sie hatte, ein Foto angeguckt. Ja, ganz nett. Beim zweiten habe ich gedacht, das war irgendwie ein Monat, ein paar Wochen später. Nein, gar nicht so lang. Nee, nicht so lang. Aber so, dass ich es noch gut in Erinnerung hatte, das andere dachte ich, komisch, jetzt guck es jetzt noch mal genauer an. Dann habe ich das angeguckt und dachte, oh, das sieht aus wie gestickt, gar nicht uninteressant. Wie geht das? Was ist das? Dann habe ich mich näher mit beschäftigt und habe gesagt, also da war mein Ehrgeiz angesprochen, habe ich gesagt, komm, ich will das doch mal ausprobieren, wie das geht. Und vielleicht schaffe ich das oder vielleicht, weil ich habe mich mit sowas noch nie beschäftigt gehabt, mit diesen ganz gezielten Färben für irgendwelche Effekte. Liegt mir nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich das eben gefärbt, so wie ich meinte. Und dann war ich total begeistert. Ich dachte, ah, geil, es klappt. Es handelt sich
die Leute, die mir bei Instagram folgen, werden bestimmt wissen, was ich meine, was ich hier die ganze Zeit fasel. Das ist der Flow-Tuch von der Dawn Baker. Die ist selber Chasing Rabbits Fiber Company. Die ist selber eine Färberin und hat eben dieses Design rausgebracht für Garne, die zum Beispiel zweifarbig sind. Ein Teil, ein kleinerer Teil ist in der einen Farbe, ein größerer in der anderen. Kannst du aber auch, glaube ich, mit allen möglichen anderen partiell gefärbten Garn machen, dann überlegst du dir nur, okay, ich nehme Rot zum Beispiel und das aus diesem Rot mache ich dann immer diese Seepocken. Seepocken nenne ich die ganz liebevoll. Jetzt zeige ich, ach ja, toll, in der Reihe aufgehört. Ich dachte, das passiert immer nur den anderen. Ich dachte, wie doof sind die denn? Können sich aber ein bisschen vorbereiten. Hm? An alle Podcaster da draußen, ich hab euch lieb, ich finde euch klasse. So, das ist er. Auch da die Frage, können wir irgendwas sehen? Ich muss gucken, aufpassen, dass ich nicht in den Kaffee tunke. Können wir was sehen? Ich komme dann mal wieder hinter euch. Und das ist meine Version von dem Wahnsinn. Ja, ich finde meine Farbe schön. Die ist so schön schlammig. Die sieht aus wie ein schlammiges Brackwasser, wo gerade die Seerosen absterben drauf. Ne, weil das Wasser zu brackig ist. Auch schon wieder hier ein Öko-Thema. Nein, okay, Spaß beiseite. Oh, nee. Böses Mädchen. Ich war jedenfalls angefixt und ich habe schon ganz viele. Und man sieht, diese verteilen sich so seltsam. Gar nicht, man ist immer gespannt, wann kommt das nächste. Ich habe den Kreuz, Seht ihr das? Aber bei, nee, ihr seht gar nichts, weil ich zu blöd bin hier mit den Maschendingern. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kreuz. Und an alle, die das noch nicht gestrickt haben oder dabei sind, die ersten sind total komisch geworden. Diese Anleitung ist simpel. Man fragt sich, okay, dafür Geld ausgeben? Doch, dafür Geld ausgeben, weil die eine tolle Idee hatte, die Frau. Ich denke mir, dass die Randlösung bestimmt besser geht. Und alle, die stricken können, gut stricken können und schon 1000 Schals, Tücher gestrickt haben, werden da auch bestimmt andere Lösungen finden. Ich habe jetzt mich einfach mal an die behalten, die ja angegeben hat. Es gibt auch noch andere Sachen, die die designt hat mit diesem Effekt. Den Effekt verrate ich nicht. Es ist nur so, dass man den anpassen muss, ne? Weil bei einem ist der bunte Teil oder der farbige Teil, der Pockenteil, Seepockenteil, ist eben mal so lang oder mal so lang. Und dann muss man eben so lange stricken, bis dieser Teil verstrickt ist. Und dann hat man eben mehr oder weniger Maschen, die daran beteiligt sind, an diesem ganzen Seepocken waren. Und meine ersten sahen ganz komisch aus, weil ich das irgendwie, glaube ich, nicht verstanden hatte. Die strickt auch amerikanisch. Dieses Umdenken bei mir ist immer ein bisschen seltsam. Ich stricke auch meine linken Maschen anders als andere. Ich wirke die da immer so durch, sagt meine Freundin Annette. Liebe Grüße, Annette. Ich habe mal versucht herauszufinden, warum meine anders liegen als ihre. Das liegt daran, dass ich die Schlaufe anders durchziehe. Eben so zack. Deswegen macht es mir auch nicht aus, linke Maschen zu stricken. Aber dann liegen die dann eben, die liegen andersrum auf der Nadel. Was erzähle ich jetzt? Egal, ist doch völlig egal. Jedenfalls habe ich sie hingekriegt. Ich habe mir dann, die hat auch ein Video gemacht, wo sie zeigt, wie die gehen. Eigentlich ist das irre, dann brauchst du ja gar nicht dieses, naja, ich sag nichts. Die hat es jedenfalls gezeigt, wie es läuft. Und es macht mir Spaß. Und dann habe ich der Frau, die mich dann gefragt hat, habe ich gesagt, guck mal, hör mal. Ich wollte euch noch die Farben zeigen. Ich guck mal hier. Dann habe ich angefangen, ich habe dann angefangen zu färben. Die einen haben dann was gekriegt und die sehen schön aus, ne? Auch hier komme ich mal wieder rum. Gucken wir das an, was ihr so seht. Mama, da. Das ist der Strang. Da ist er gewickelt. Und ihr seht, das sind nicht nur ein ganz klar eine Farbe, sondern ne, die, wenn die dann rübergeht in das Grau, dann verändert die sich hier. Und dann gibt es auch so Gelbtöne. Und das ist sehr schön. Das ist dann wirklich so wie so ein Schatten. Bis dann diese Rose oder diese Pocke entsteht,
hast du dann auch so ein bisschen Anlauf in den Grünen. Das sieht schön aus. Ja, und da habe ich dann irgendwie eine Lawine losgetreten, weil dann habe ich natürlich mehrere Sets gefärbt für Trios. Und dann haben die erstmal von Wind bekommen, dass es die jetzt auch bei mir gibt und überhaupt gibt. Und ich weiß nicht, Wumm weg. Und ich sag's euch, für mich ist das ziemlich Gematsche hier. Ich bin eben nicht so versiert in diesem Tunk-Zeug. Deswegen Hut ab, Evelyn. Hat die Evelyn ganz toll. Evelyn Maschenträume. Danke, du hast auch toll Reklame gemacht. Die Leute haben mich da angeschrieben und gesagt, hey, Evelyn Maschenträume hat ihr im Video gesagt, du färbst sowas. Ja, habe ich gemacht. Aber jetzt nicht. Nee, boah, ist mir... Ich setze hier mein ganzes Atelier unter Wasser. Ich habe nur so zwei, so einen Topf und ein Becken. Und dann gebe ich mir immer so viel Mühe, dass es auch ordentlich und verläuft mir die heiße Brühe hier runter. Also da steckt viel Blut und Schmerzen. Nein, Blut nicht. Wie nennt man das? Schmerzen. Ja, viel Geduld und Schmerzen stecken in diesen Trios. Ne? Alle, die jetzt an dem Zeug stricken, merkt euch das. Ja, das war das zu dem Trio. Sehr, sehr lustig. Und ich habe jetzt noch ein paar gewickelt heute zusammen mit Susanne. Aber Strickwiesel, ne? Ich wickel ja immer mit Leuten. Poste das auch bei Instagram. Gucke ich mir immer Podcasts an und freue mich, wenn die mich so schön unterhalten, wenn ich so eine öde Arbeit mache. Strenger wickeln. Gut. Also, ein paar Trios gibt es noch. Und wenn die weg sind, oh, ich weiß nicht, dann müsst ihr mich schwer überreden, dass ich hier nochmal weitermache. Aber es macht total Laune zu stricken. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich eine neue Qualität dabei ausprobiert habe. Moment, jetzt hat irgendjemand Hallo gerufen. Ich muss mal eben ausmachen. Tja, hallo. So, weiter geht die wilde Fahrt. Ich habe jetzt mal auch was näher gerückt, wie man sieht. Ich habe ganz vergessen, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Egal, irgendwas war fertig. Habe ich euch verhindert? Nein, irgendwas war nicht fertig. Und zwar, irgendwas habe ich ja mit dem Schmusebacken hier noch. Ne? Von den Schmusebacken wollte ich noch erzählen. Wie soll ich anfangen? Bin ich überhaupt gerade nicht schief? Heute ist irgendwie komisch. Das Licht geht draußen auch langsam aus. Aber ich habe im Gegensatz zu euch eine sehr schöne Aussicht. Ich gucke auf meinen wunderschönen Garten, auf eine Klematis, auf meine Strauchpeonie, auf meine Geranien, die im Gewächshaus gut überwintert haben und jetzt schon in voller Blüte stehen. Die Akeleien, die Obstbäume. Ja. So, zurück zu meinem Garn. Ich probiere so gerne Garn aus. Genauso wie ihr. Ich bin nicht anders. Ich bin ja eine Strickerin. Ich bin ja eine Strickerin. Und dann hältst du mir irgendwas in die Kamera oder erzählst mir was von einem unheimlich tollen Garn. Dann muss ich das haben. Und der, mein Wolllieferant, mein Englischer, der schreibt dann zwischendurch mal rum, ja, wir haben jetzt was Neues, Leute, hey Folks, wir haben was Neues, was Schönes, das braucht man dringend. Sowas von weich und sowas von toll. Ich so, ja gut, komm, her damit. Dann habe ich mir so ein Kilo Test, also zum Testen schicken lassen, mit der nächsten Lieferung, größeren Lieferung zusammen. Und dann packe ich das aus und denke, wow! Ich habe das in Foreplay, also in der 400-Meter-Version. Dann habe ich das in einer Decay-Version, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie lang. Das heißt aber irgendwas mit 230 oder so. Und dann gab es als neuestes noch die, oder überhaupt dann auch eine Sockenversion. Die habe ich dann auch beim letzten Mal mitbestellt. Sockengarn. Da ist dann, wollte ich mir eigentlich aufschreiben, aber ist nicht so wichtig. Ne? Da ist dann auch noch, ist noch ein bisschen stärker, nee, ist eigentlich genauso verzwirrt. Man kann die kaum unterscheiden, ob ich das dann mal nicht durcheinander bringe. Eieieiei. Obwohl, nee, die ist weicher.
was soll ich sagen, Schmusebacke. Ich nenne sie Schmusebacke. Ich hatte ganz am Anfang meiner Karriere, hatte ich Schmusebacken. Das war irgendwas von Atelier Citron, so ein ganz weiches Garn. Und das habe ich dann aber nicht mehr weiterverfolgt. Und dann habe ich gedacht, das ist eine würdige Nachfolgerin für Schmusebacken. Also, unglaublich weich. Ich habe das Flow-Tuch damit gestrickt, das fließt. Also das passt da. Also fließt. Und die Sockenwolle ist genauso weich. Also ich kann sie dann doch nicht unterscheiden, nicht wirklich. Muss ich aufpassen, muss ich immer ein buntes Ding reintun, weil sonst haben die immer solche binden die das mit verschiedenen Farben ab, haben sie hier nicht gemacht. Da muss ich mich sehr konzentrieren. Wie gesagt, unglaublich. Dieses Garn muss man haben, muss man, also ich weiß gar nicht, ob ich was im Shop habe. Ich glaube, ein Trio noch und dann nichts, aber da kommt mehr. Ich habe bestellt, ich bestelle das. Ich bin abhängig geworden davon. Ich brauche das. Und jetzt kann man auch so schön färben, auch die Sockenwolle von denen kann man so herrlich färben. Also das ist doch ein Traum, oder? Ist das nicht ein Träumchen? Ein Träumchen. Merkt, ich stehe wieder hier voll im, oder die Farbe ist auch schön, ja, die ist auch, ich weiß gar nicht, was ihr seht, wenn ich das so hochhalte, muss ich das hochhalten, da sind so schöne Blautöne drin, ein bisschen, ganz klein, in der Tiefe ein ganz klein bisschen rot und eigentlich ist das so ein grün, matschgrau, sehr schön, sehr schön. Ach, und das ist auch noch, habe ich das schon gesagt, das ist auch schön, gut. Das ist aber, das, ach ja, Ruhe, Ruhe, Konzentration. Ich lasse mich mal so hinreißen. Jedenfalls merkt euch das. Schmusebacken muss man dringend mal ausprobiert haben. Wirklich. Ist weich, ist mega weich, ist aber gut verzwirrt. Das heißt, es fängt nicht sofort an zu pillen, sondern erst später. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal, wenn ich ehrlich bin. Das Stricken hat schon so viel Spaß gemacht von dem Zeug. Und es hat sich auch beim Stricken, da ist nichts gepillt. Ne? Das gibt ja auch Garne, da weißt du ganz genau, wenn du dann irgendwie schon so das irgendwie so reibst beim Stricken, dann hast du schon. Ne? Aber das ist da nicht. Nein, nein, tolles Zeug. So, das habe ich in die Tasche getan. Ich bin verschwinde hier mal. Entschuldigung, es ist, weil hier die Taschen sind. Und der Herbert und die Susanne. Diese Tasche habe ich hier. Jetzt, bevor die Sonne untergeht, ich mache jetzt hier eine Chaos-Folge. Und den Rest kommt später. Und ich verspreche nichts, aber ich versuche einfach nicht ganz so lange wieder auf mich warten zu lassen. Aber das Färben macht so viel Spaß. Und dann muss man das ja auch irgendwie alles an die Leute bringen. Und dann muss ich auch noch stricken zwischendurch. Und dann Garten. Ich sag Garten, der ist völlig verwüstet. Ach, den muss ich drin. So, Entschuldigung. Erstmal Tasche. Susanne, Susi, B, Mix. Ist ja alles passend hier, ne? Passend. Wo ist der gelbe Strang? Ey, Mama. Siehst du, mein Gott. Meine Güte. Hier, der muss doch hier irgendwo sein. Gelbe Strang, weg. Wo ist die Anleitung? Weg. Da. Wir fangen andersrum an. Also mit der Tasche habe ich angefangen. Jetzt fangen wir an mit dem... Jetzt kommt der Hund. Ist gut, Schatz. Dach, dach. Ich heb dich jetzt aber nicht hoch. Das ist das neue Leinemagazin, das schon alle in die Kamera gehalten haben. Ich jetzt auch. Und da habe ich so durchgeguckt und dachte, ich muss aber noch das andere gucken und das Buch und den Schals. Und ich muss das immer alles haben und dann schaffe ich es gar nicht, das alles anzugucken. Aber umso schöner ist das, wenn du das dann mal anguckst. Ich mag das Leinemagazin und ich muss auch nicht alles rausstricken. Ich mag es einfach. Und dann fällt mein Blick auf das hier. Ich liebe Brioche, ich liebe Steven West. Das ist der Seriously, Surisli. Aha, das ist halt das Wortspiel. Surisli, Holy Wrap. Nicht Seriously, sondern Surisli. Deswegen Wortspiel, weil das ist dieser hellblaue Faden. Dieses mega Flauschzeug ist Suri-Alpaka. Ein fettes Suri-Alpaka. Was? Ich zufälligerweise. Laurin, das nervt. Geh doch mal draußen irgendwie spielen. Knabber ein bisschen am Knochen. Die Mutti muss jetzt mal was filmen hier. Husch, husch. Voll spitze hören überhaupt nicht.
Ich rede auch nicht mit dir und ich weiß, dass du immer Hunger hast. Okay, ich konzentriere mich. Jedenfalls hatte ich gerade, es kamen so mehrere Sachen zusammen, hier passiert immer alles so zufällig. Ich hatte gerade Suri Alpaka die Flauschbombe gefärbt in einer Farbe, wo ich dachte, was soll ich denn damit so? Und ich dachte, oh, dieses Hellblau. Ja, hatte ich zwei Stück von gemacht. Ist egal. Jedenfalls nicht so viele. Die lagen dann hier. Dann fiel mein Blick eben auf das. Ich so, oh, auch, es war ein helles Blau, aber egal. Jedenfalls fiel mir das einfach auf, dass ich das ja stricken konnte. Und diese mit den Löchern, das wollte ich vom Steven West sowieso stricken. Der hat natürlich ein altes Muster da wieder aufgewärmt. Der hat das am Foxtail-Dings. Das ist mir sowas von egal. Ich fand das schön, dass er mich inspiriert hat. Und dann hatte ich ja dieses, die Schmusebacken in einem hervorragenden Goldton. Ich stehe irgendwie auf diese Goldtöne und guck mal, wie toll das aussieht. Das hat mich sofort an alte, ich weiß gar nicht welches Jahrhundert oder so. Jedenfalls gab es immer Blau und Gold und dann gab es auch Uniformen mit, ich weiß nicht, so Stoffe. Ah, das ist schön. Ich fand das so schön und. Ich komme jetzt mal wieder in die Tasche und da bin ich nicht in der Reihe. Und das ist so klasse geworden. Das habe ich voll gesuchtet. Oh, sieht man da irgendwas? Nein, man sieht da wieder nichts. Was mache ich denn? Wo soll ich hin, Leute? Wo soll ich hin? Was ist denn das für ein Faden? Vielleicht sieht man so. Boah, wenn das so weitergeht, erstens tue ich mir das alles in den Kaffee, zweitens erkennt ihr gar nichts, ihr werdet mich hassen, aber das ist mir jetzt auch egal. Scheiße, was mache ich denn? Hab ich Scheiße gesagt? Aber das wird jetzt hier zensiert. Dieses Wort wird Büp. Denkt euch an Büp. Was ist denn jetzt runtergefallen? Der Bleistift? So vielleicht? Mich wieder ausschimpfen. Ich hätte hier so unprofessionell mache. Thorsten, es kann nur einen geben, der das so toll machen kann. Das bist du. Ich bin jedenfalls total happy. Es macht Laune. Ich liebe Brioche-Stricken. Man muss nur bei den Suri aufpassen, dass man nicht dazwischen irgendwie nicht nur die Flusen erwischt und gar nicht diese das Garn, den Faden, sondern nur den Flüschelflaum da drumherum. Das ist mir einmal passiert, das habe ich dann gemerkt, irgendwann unten so, da dachte ich, oh, was mache ich jetzt? Kannst du nicht zurückstricken. Sowas ich nicht, nein. Und dann habe ich einfach einen kurzen blauen Faden genommen und habe den dann, habe das dann irgendwie diese runtergefallene Masche verknotet. Gesichert. Und das, dadurch, dass das alles so, wie ihr seht, so flusig ist, auf der Rückseite, man sieht das gar nicht mehr. Aber das ist so schön. Ich habe... Man muss insgesamt, glaube ich, 15 von diesen Löchern stricken. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin jetzt beim 7. Das muss ich jetzt stricken, das kommt dran. Aber noch nicht die Hälfte vom Garn. Also komme ich super gut klar. Und es ist einfach, es ist so schön für die Hände. Es ist, ja, die Leute, ihr werdet mit Recht sagen, hey, wir bereiten dich mal langsam auf den Frühling vor. Nicht auf den Sommer, auf den Frühling. Aber... Bei den Temperaturen ist das sowieso egal. Und Suri Alpaka ist schön. Das ist schön, auch wenn es warm ist. Und es, wenn das auf deinem Schoß liegt, das ist so... Das hat dich lieb, das Zeug. Also, toll. Also, ich stricke jetzt endlich auch eins mit den riesen Löchern von Steven West. In einer ganz tollen Kombination. Doppelschmusig. Mega schmusig. Übertreibe gerne. So, das kann jetzt auch wieder weg. In der tollen Tasche. Selbst die Tasche ist im gleichen goldenen Ton wie die Wolle. Ja, ja. Ja, ja. Mein Blick fällt gerade auf meine Shownotes. Das sind irgendwie, da steht nur Herbert, Birgit und viele Grüße an Petra. Petra aus Weimar, die in einem wunderhübschen kleinen großer Häuschen wohnt. Das wollte ich doch mal loswerden. So, das. Jetzt kann ich meine Shownotes wegtun. Zu mehr bin ich nicht gekommen. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt noch das nächste große Thema, bevor ich hier einfach mal Schluss mache für heute
und das Ding versuche hochzuladen. Das ist John Arben. Ja. Ich habe auf Instagram schon gepostet, John Arben. Ach, und das muss ich auch noch machen. Entschuldigung, das zum Schluss kommst du noch dran. Habe ich da eigentlich, da hab ich die Anleitung gar nicht geholt. Ach Gottchen. Egal, wir machen John Arben jetzt. John Arben. Ich habe irgendwann letztes Jahr, September, Oktober, habe ich gesagt, ich möchte so gerne noch 1000 Kilogramm von den Exmoor Sock haben zum Färben. Bitte, 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 bitte. Und dann haben die gesagt, ja, ganz nett, dass du es haben möchtest, freuen wir uns auch, aber das dauert. Wir müssen die erstmal machen. Das ist ja auch schön, ne? Eigentlich ist das toll. Du hast was, wo du weißt, es wird extra gemacht und das dauert. Das gibt es nicht immer, das liegt ja nicht oben auf Halde, sondern das ist was Besonderes. Das wird dann hergestellt. Und ich habe jetzt über ein halbes Jahr gewartet und habe meine Lieferung bekommen und ich bin absolut begeistert. Ich bilde mir ein, dass das noch weicher ist als beim letzten Mal. Also die Ernte dieses Jahres ist noch weicher. Und ich habe die echt lieb. Ich habe also auch gelernt, ich lerne immer noch, die zu färben. In allen möglichen Nuancen, Schattierungen, zum Beispiel kreischig. Oder bläulich, bräunlich, mal partiell nur. Also das ist hier ganz viel von der natürlichen Farbe, dieses hellgrau. Oder auch mal dramatisch, in rot und in lila und blau. Das Rot ist so ein leuchtendes Fuchsrot, unglaublich. Und dann diese ganzen, also die Socken da draus. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Aber was mir einfällt, das hier. Guck mal, rosa geht auch. Rosa. Und da ist wieder so ein, das ist ja gleich wieder, aber so ein Türkis. Die Qualität ist so, da kannst du dir ohne weiteres auch Schalen. Ach, es gibt so viele, die sich Schals rausstricken könnten. Aber Klamotten auf alle Fälle. Das ist so luftig, das ist leicht. Das steht, das ist freundlich beim Stricken. Also ich bin verliebt in diese Wolle. Kann ich mit Fug und Recht sagen. Die ist nicht nur natürlich, sondern die ist einfach besonders. Die ist, da hat der John Abend was ganz Tolles gemacht. Und ich darf die färben. Ich darf die färben. Und eigentlich müsste ich mir ja schon wieder 1000 Kilo bestellen. Weil wenn das wieder ein halbes Jahr dauert. Weil ich habe 3 Pakete bekommen. 3 total schwere Pakete. Und das eine ist schon fast wieder... mache ich gar nicht abgeben. Und jetzt habe ich gesehen, da habe ich Eveline Maschenträume auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Kate Davis gerade also einen Sockenstrick, wie heißt das, da kann man an so einen Clip-Clap-Club beitreten und dann gibt es dann so 4 Anleitungen oder sowas. Und sie strickt auch tatsächlich mit John Arben Sockengarn. Habe ich auch. Und noch. Viel schöner. Also, falls der Bedarf noch besteht, ich habe die allerschönsten Farben hier, solange der Vorrat reicht. Und solange ich färben kann. Also, ich muss jetzt noch. Aber ich habe viele. Ich habe jetzt bestimmt 30, 40 habe ich da drüben liegen. Also, und die wandern jetzt peu à peu in den Shop. Jetzt gucke ich hier gerade auf. Ich habe hier so aufgebaut, die Sachen, die ich so lieb habe im Moment. Und das ist zum Beispiel auch dieses, ihr wisst ja, ich als bekennende Leinenhasserin habe doch Gefallen an Leinen gefunden, aber Tralafiti-Leinen. Die Lili. Weil ich den von Caitlin Hunter gestrickt habe. Ich weiß, wieder Caitlin Hunter. Misurina. So heißt das gute Stück. Noch nicht gebadet, keine Fäden vernäht. Oder habe ich dich doch schon gebadet? Lalala. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Oder? Aber jedenfalls habe ich die Fäden noch nicht vernäht. Und ich liebe sie. Die ist ganz toll geworden. Normalerweise sind die Ärmelchen irgendwie so, glaube ich. Machst du gleich Schluss hier. Aber ich habe so, ich wollte länger. Und so finde ich auch klasse. Für den Sommer auch gut.
Ne, sind so auch wieder meine beliebten Schlammfarben. Und das Muster da drin ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Hier oben ist ein Lace-Muster oder so ein Lochmuster. Und dann hat man hier so eine schöne Passe, die aus diesen Blumen besteht, die man gar nicht, bei meiner Version gar nicht so gut sehen kann, aber das ist mir egal, ist trotzdem schön. Und dazwischen sind Zöpfchen, so Mini-Zöpfchen. Man muss sie echt verzopfen. Die kannst du nicht so irgendwie stilllegen oder verdrehen oder so. Nein, du musst, nicht stilllegen, ist Quatsch, aber du musst die, du brauchst noch eine andere Nadel. Und da habe ich auch gedacht, Colorwork. Und dann immer dazwischen verzopfen, war schon ein bisschen aufreibend, nervlich. Und habe ich aber gut überstanden, hat sich gelohnt, hat auch Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, oh, da unten gab es zwei Versionen, dass die... Dieses, das sieht man vielleicht, dieses, das ist so ein Strukturmuster. Ach so, übrigens, da muss ich sagen, ganz, ganz liebe Grüße an Netti. Die Netti hat das auch gestrickt. Ihrer ist auch super schön geworden, genau in meinen Farben. Ja, mag ich auch sehr, sehr gut leiden. Und auch Netti hat sich für dieses Muster entschieden, das eben kein Lochmuster, also gab Lochmuster. Oder es gab dieses Maschen rechts, links versetzt. Und das finde ich toll. Das hat so einen Waffeleffekt ein bisschen. Und ich habe gedacht, oh, das kann ich nicht. Das, bei den einfachen Mustern verstrecke ich mich schnell. Doch, konnte ich gut. Konnte ich sehr gut. Habe ich gut geschafft. Habe auch gar nicht den Überblick verloren. Das geht bei mir dann alles schnell. Und ich fand das toll. Das gibt dem Garn, weil das ja doch sehr labberig ist, so wie ich stricke, gibt es unten Struktur. Und das passt dann auch, weil oben ist ja hier durch den Zopf und das Colorwork ist ja sowieso fester. Und dann passt das unten ganz toll dazu. Absolute Strickempfehlung. Absolute Strickempfehlung. Und vor allem mit diesem Garn. Wenn du das anfasst, ist super. Also Tralafitti Leinen. Hurra. Das ist toll, das Zeug. Man kann das... Das reagiert auf die Farben auch so ungewöhnlich. Die werden so... So... Ja, so gedeckt. Schön. Ach. Ups, jetzt ist mir hier was runtergefallen. Hier unter diesem Tisch, der Tisch, den konnte ich nicht sehen, an dem ich stehe. Das müsste ich eigentlich mal nochmal schwenken. Das sind, als einer von den Tischen, die ich vom Ausverkauf oder vom, ja, wie nennt man es, vom Räumungsverkauf im Atelier bekommen habe. Atelier bei der Michaela Droste. Ja. Und ich habe, liebe Grüße, falls du das jemals guckst, ich weiß gar nicht, ob du Podcast guckst. Ich halte das in Ehren und ich liebe es. Und hier unten drunter, das ist ein Schnitttisch. Das ist ein ganz, ganz toller, riesengroßer Schnitttisch. Die schon mal bei ihr im Atelier gewesen sind. Atelier in Mönchengladbach, in diesem wunderschönen Wollparadies damals. Und es ist jetzt nicht mehr gibt, aber nun gut, so ist es. Aber ich habe noch ein Stück davon. Das stand dann hinten in diesem einen Raum. Das war dann ihr Packtisch auch. Und da stehe ich jetzt dran. Das ist irgendwie auch ist irgendwie was Besonderes. Also, das war für mich immer, dieser Laden war gigantisch. Und jetzt habe ich da einen Teil von. Jedenfalls, darunter lagert meine ganze Rohwolle in diesen Tüten. Und es gibt, manche sind so flutschig, kleine flutschige Schweinchen. Und dann rutschen die Tüten immer raus und fallen mir hier auf die Füße. Nee, aber ich bin ja auch nicht oft nur zum Wickeln hier. Also, ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal hier machen soll an dem Platz. Egal, ich muss noch mal eben rübergreifen. Ah, ich habe noch so schöne Tralafittis fertig. Die kommen aber in den Shop. Die sind jetzt gerade frisch gewickelt. Da fällt mir auch... Ach, guckt euch das noch mal an, wie schön die sind. Könnt man mal sehen. Ja, lalalala. Da ist mal so ein... Ich habe auch mal einen gemacht, der ziemlich Natur und ein paar Punkte. So eben so ein bisschen romantisch, ne? So wie Mondlichtgarn. Alarm und Lichtgarn, aber nein, noch dezenter. Und dann wieder richtig hier die Bohai-Nummer. Aber die Farben sind so tiefgründig. Das ist so ein Grau mit ein bisschen Braun drin. Das ist so, so schön. Wer mal Tralafittis von mir hatte, der weiß, wovon ich rede. Boah, ist das wieder ein Eigenlob. Ist egal. Ehre, wem Ehre gebührt, sage ich immer. Dann nochmal zu den Garnen. Wenn ihr die kauft, wenn ihr die bekommt, die sind alle sehr... Also neu, gerade frisch geschlüpft, frisch von alleine, frisch aus dem Kochtopf. Und wenn ihr die bekommt zu Hause, nicht gleich in irgendwie so
Plastiktüte einschweißen, Luft raussaugen, vakuumieren, sondern lass sie atmen. Erstmal ein bisschen austrocknen noch. Da ist bestimmt noch irgendwie im Kern Restfeuchtigkeit. Oder sowieso in Gase, in so Netzen lieber, wo die Motten auch nicht durchkommen. Weil Plastik, ich weiß es nicht. Ich finde das auch immer so, wenn ich habe ja hier so plastikgroße Behälter da von Ikea, Schleichwerbung, von dem, ne? Und wenn ich da den Deckel aufmache, denke ich auch immer, oh wei, das so gut ist, die da so einzusperren. Aber wir müssen uns ja irgendwie schützen gegen diese Viecher. Aber nur damit ihr es wisst, nicht sofort irgendwie wegpacken. Immer erst noch mal ein bisschen warten. Oder gleich verstricken, ist am allerbesten. Aber wir kennen das ja, ne? Man muss die Sachen ja dann immer erstmal lieber. Ja, was soll ich jetzt noch machen? Ich bin jetzt etwas irritiert, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Licht jetzt ist. Und ich würde gerne mal einfach gucken, was passiert ist mit dem Film, bevor ihr wieder alles schreit und dann ist alles fies und hässlich und ich bin hässlich. Aber meine Wolle ist, wichtig ist, dass die Wolle gut ist. Grüße habe ich die beiden, erstmal die beiden wichtigen habe ich rausgesendet. Dann muss ich, ach, eine Tasche möchte ich euch noch zeigen. Ich wollte zwar jetzt nicht so taschenlastig machen, aber ja, letztes Mal, aber eine muss noch sein. Die habe ich mir gegönnt, aber deswegen gegönnt, weil ich konnte tauschen. Ich konnte tauschen. Ich habe Wolle, schöne grüne Wolle, gegeben und habe von der Angela, von Ideenwirbel, habe ich im Gegenzug diese wunderschöne Tasche. Ja, mit Bienen habe ich mir ausgesucht. Und dazu das passende kleine Tischchen. Ja. Und dabei fällt mir auch ein, das ist auf der Strickmaschine gemacht. Ne? Danke, Angela, das war richtig klasse. Das hat, dass ich das mit dir machen konnte, dass du das hast mit dir machen lassen, obwohl, Bohai hat jetzt auch einen langsamen Namen. Ne? Muss man schon sagen, ist ja nicht irgendwas. Aber ist das nicht herrlich? Und das sind so Sachen, die machen mir Spaß. Es ist auf der Strickmaschine von ihr gestrickt worden. Und bei dem Thema, auch habe ich gesagt, dass das Ideenwirbel aus Berlin ist, Etsy Shop. Ideenwirbel, ja, ich denke, ne? Und dann, ach, da gab es noch so schöne Paperless dran und hier so ein Sticker noch. Und ach ja, okay. Bei Strickmaschine fällt mir wieder Thorsten ein. Hallo Thorsten. Thorsten, dem kann man im Moment nichts mehr anfangen. Der ist ja die ganze Zeit mit seiner Strickmaschine dran. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt schuld war. Ihm schuld. Der Marco macht das ja auch. Und dann hörst du mal, Technik, wow, hab ich mich eingefuchst. Und die Sachen, die da rauskommen, sind unglaublich. Und dann hörst du mal, ja, nur 10 Minuten, nur eine halbe Stunde, nur 3 Stunden. Und dann die dollsten Muster gestrickt, wo dann alle sich niederlegen. Aber es muss irgendeinen Grund haben, dass diese Teile zu Tausenden auf den Dachböden in den Kellern rumliegen, dass die Menschen, die sie damals besessen haben, die Lust daran verloren haben. Ich habe sowas wie eine Nudelmaschine, die ich auch ganz dringend haben wollte, super cool fand und eigentlich, jetzt warte mal, da war doch was, wo ist das meine Magazin, wo ich dachte, ach, das passt ja auch wieder, dann siehst du was, denkst, ach, oh, da muss ich mal wieder rausholen. Und ich denke mir, so ähnlich geht es den ganzen Leuten jetzt mit den Strickmaschinen, da hatte ich doch noch was, hier, das ist so lustig, das kleine Magazin hier mit den Nudeln, das habe ich auch mal gemacht, tust du da Nudeln rein, Basilikumblätter oder Salbeiblätter, Plattwalzen, super finden. Meistens sind sie immer an den Stellen gerissen. Aber ich habe das auch mal gemacht und ich habe auch eine Nudelmaschine, die natürlich nicht so teuer war wie eine Strickmaschine damals. Aber das muss einen Grund haben, dass die dann irgendwie jetzt alle in den Kellern verrotten oder auf den Dachböden oder in irgendwelchen Schränken. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt wieder reaktiviert werden, dass die brüchigen Zähnchen ersetzt werden oder in Ösen oder Haken oder wie die heißen.
Und dass Menschen sich wieder liebevoll dieser Tätigkeit widmen, bevor die dann wieder in der Versenkung verschwinden. Weil ich glaube, es ist doch mit der Hand zu stricken, wenn du nicht gewerblich irgendwie was machst, wenn du nicht zum Beispiel wie Angela das daraus tolle Taschen machst, dann, na, dann, wenn du für dich zu Hause, so wie ich auch, ne, sitzt du auf dem Sofa und strickst da was und fühlst das Material und das ist was anderes. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, glaube ich. Ja. Naja. Ich bin jedenfalls gespannt, was alles dabei rauskommt. Beim Thorsten habe ich gestern bei Instagram schon einen atemberaubenden Schal gesehen. Echt wie aus dem Laden. Aber trotzdem stricke ich noch mit der Hand. So. So, Leinemagazine habe ich jetzt auch schon tausendmal gezeigt. Wir machen jetzt einen Deal, Leute. Ich gehe mein Gewächs ausgießen. Da stehen immer noch die Tomaten drin. Und das, was habe ich an Tomaten? Und ich kann die nicht rauspflanzen bei der Kälte. Gestern war das wieder so arschkalt. Ich versuche ganz schnell ein neues Video zu machen, wo ich den ganzen anderen Rest zeige. Und dann guck jetzt erstmal, was hier überhaupt rausgekommen ist bei dem ganzen Kram. Ich habe jetzt auch mal daneben geguckt, weil ich den Spiegel. Ich sag's euch, Frauen und Technik. Darf man ja nicht sagen, Menschen und Technik. Nein, Elke und Technik. mein Mitarbeiter, wir müssen uns verabschieden. Meine Mitarbeiter, die werden ja die. Ach, die Mannschaft, die wird ja, die wächst ja. So, Leute. Gemeinsam. Lalala. Augsburger Puppenkiste war doch schön, ne? Guck mal, wo seid ihr? Oh, die beiden. Sind sie nicht niedlich? Tralala. Die sagen Tschüss, die haben sich echt lieb. Also das ist, wir können die auch einen Arm nehmen. Arm. Die dürfen sich ja, ups, wo seid ihr? Die dürfen sich wenigstens in den Arm nehmen. Und ich grüße, wie hieß das Mädchen? Ich hoffe, ich habe das richtig. Emma. Herbert und Theobald grüßen Emma ganz, ganz herzlich. Ich habe gehört, dass es da draußen ein kleines Mädchen gibt, was Herbert mag. Guck mal, und die Herbert hat jetzt einen Freund. So, ich sage Tschüss, ihr Lieben. Wir sehen uns. Ne? Alles klar.